Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Heldenstorm. Ja, ich bin gerade aufgestanden. Meine Queste, ja, was ist das? Okay, aber nicht. So, spielen wir weiter. So, ich habe gestern nicht mehr weitergespielt. Deswegen machen wir jetzt die Queste fertig. Dann gehen wir mal gleich auf Spiele und nehmen den Paladin und starten das Spiel. Und schauen, was kommt. Wir brauchen noch zwei Siege, dann habe ich die eine Quest fertig. Aber ich denke mal nicht, dass ich beide machen werde, weil eine Runde dauert bei mir ungefähr immer so 10 bis 15 Minuten. Und das ist ein bisschen zu lang, wenn ich zwei hintereinander machen will. Obwohl viele Gameplays bei mir ging ja auch eine halbe Stunde oder länger. Liadrin gegen Rexha. Aber ich sag mal einen beginnen. Mein Hammer brennt mit heiligem Feuer. So, die beim Feuer nicht, die möchte ich wegpacken. Bei der 9 und der 8, die kommen erst ganz am Ende. Genau, die Kleinen, mit denen kann ich mehr was anfangen. Na, schon wieder ein Achter. Hoffentlich hat er jetzt nicht so einen Pfeil, um die Falle aufzuheben. Melde mich zum Dienst. Wenn er den killt, dann kriege ich einen neuen. Aber macht er nicht. Melde mich zum Dienst. Also ich habe hier noch das ganz alte Deckmuster drauf. Also das erste von Headstorm. Weil es gibt auch andere schöne. Das sieht man ja ungefähr immer. Nicht mit mir. Ende kommt zum Dienst. In den Kampf! Aber dann sieht man ja ungefähr immer, wie stark man ist, obwohl ich habe jetzt auch keine Ahnung mehr mit die Decks, welches Deck wofür war. Weil das kriegt man ja immer für besondere Sachen oder wenn man auf dem ersten Platz in der Rangliste wäre, die jetzt nächste Woche ausläuft. Den April ist ja wieder die nächste Rangliste dran. Das Dingo! Ja! Oh, der ist leer. In den Kampf! Nimm ich den? Soll ich? Ich weiß es nicht. Wann nehme ich den doppelten Angriff? Dann macht er 4 Schaden, dann ist der Alex immer noch nicht kaputt. Ach, nehmen wir den. Dafür bin ich zuständig. Das bringt nichts, wenn ich mit dem einen angreife. Zauber 5 Diamanten mehr. Ich kann
ich gerade ausgespielt habe. Und dadurch kann er wahrscheinlich jetzt einige Zauber nicht benutzen. Boah, er hat ja gerade mal 5 Sterne. Finde ich cool. Ich frage mich, ob... Und was machen wir gleich? Greifen wir den an. Oder. Gute Frage. Ich frage mich, ob... Dann nehmen wir den nicht auf den. Mir. Das Ende. Dafür bin ich zuständig. Den nochmal. Oh. Hey. Melde mich zum Dienst. Flieg. Entweder hat er jetzt schon verloren oder. Vielleicht schauen. Gegner ist nicht mehr da. Ah. In den Kampf. Ja, dann habe ich halt gewonnen. Ja gut, da kann ich ja doch noch eine Runde spielen. Bin ich so gut? So. Schnell die nächste Runde anwählen. Und mal wieder ein würdiger Gegner, so wie jedes Mal. Und jetzt das Heimrad damit die ganze die Wald mit den ganzen Sachen mit keine heiligem Feuer. Kein anderes außer das Heimrad. Können wir Kai auch noch nicht gebrauchen. Ach, wirklich auch noch ein 8 dafür. Das kann dann nicht wahr sein. Jo. Dann schenke wir mal den Gegner ein paar Zauber. Vielleicht klappt das ja gleich. Wenn mein Zwerg noch lebt, beschwöre ich den, gebe den aus Versehen auf den Gegner und sage dann einfach, ups. Das kann ich nicht tun. Melde mich zum Dienst. Na, spielt eine Überladung raus, damit er sein stärken kann. Jetzt macht er 2 Zauber bestimmt. Mit den Einblitz geht er 2. Okay, und dann spielt er vielleicht noch was anderes raus. Ich weiß auch nicht mal, wie teuer das war. Ah.
Runter! Über. Es bleibt nicht viel Zeit. So, nicht, das spielt jetzt auch nicht mehr. Bei 5 werde ich gleich den ausspielen. Was tun? Der darf nur nicht verwandelt werden. Also es bringt die andere Karte nicht. Stalag zerquetschen! In den Kampf! In den Kampf! Jo, der Effekt wird doppelt ausgespielt. Das ist cool. Das ist, wenn ich jetzt den anderen von denen kriege, den Bruder, spiele ich den Bruder und den raus. Wenn er dann den Bruder tötet, kriege ich gleich zweimal den. Ich denke mal, so weit kommen wir gar nicht mehr. Ich denke mal, nächste Runde oder nur nächste Runde ist er schon platt. Na, ah, das war. Ach, hatte ich erst gerade nicht gesagt. Ach ja, was soll's. Dann wollte ich das hier. Das ist mein stärkerer Punkt. In den Kampf! In den Diese Runde geht an frei. Oh. Ihr habt meinen aufrichtigen Dank. So, dadurch haben wir eine erste Quest jetzt fertig. Das ging aber auch schnell die Runde. Zwei Queste fertig, jetzt würde nur noch diese Quest da sein. Ja. Und das ist einfach nur. Leute, let's kill. Also eigentlich Gegner am Leben lassen und immer nur die Quest kriegen. Aber ich wollte jetzt mal was gucken noch schnell. Bei meiner Sammlung. Die habe ich ja. Und das sind die anderen. Die beiden kann ich noch holen. Und den. Ja. Der Jäger ist ein Nachtelf. Also Adihorn. Meine Pläne nehmen Gestalt an. Das ist ein Ork. Das ist auch ein Ork. Das ist ein Ork. Meine Pläne nehmen Gestalt an. Also die Hände sehen aus wie von Ork. Ich weiß es nicht. Was ist das für einer? Ich bin bereit. Packen wir's an. Das ist ein Zwerg, der Krieger. Ich denke mal, das ist bestimmt ein Mensch. Na, egal. Und das sind die ganzen Decks, die ich habe. Ich habe auch sehr lange nicht gespielt, deswegen habe ich eigentlich auch keinen mehr. Es gab ja immer jeden Monat einen. Wenn man unter Platz 20 war und ja, unter Platz 20 könnte man mal sehen, wie lange ich gespielt habe. 8, 10, 12, über ein Jahr habe ich das gespielt, dann hatte ich aufgehört. Die erste Instanz hat sich auch noch durchgespielt gehabt. Ich glaube, ich gestern gesehen, war ich drauf gewesen. Ja, die erste Extra habe ich durchgespielt. Und die habe ich nicht
Da war ich schon nicht mehr im Spiel gewesen. So. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.